Es ist schon faszinierend, wie viel Spaß man mit so einem kleinen Taschenmesser haben kann, wenn man sich für das Richtige entscheidet. Heute dreht sich alles um das Victorinox Mini-Champ mit schwarzen Mikata-Schalen. Ein Knife Lounge Exclusive der Altona Silberwerkstatt. Los geht's! Wieso jetzt das Mini-Champ? Warum überhaupt 58 mm? Naja, es gibt ein paar Schweizer Taschenmesser, die ich persönlich besonders mag. Ich fange mal mit dem größten an. Das wäre das Tinker Deluxe. Da gibt es auch einen Grund für, warum ich das mag. Ich meine, das ist schon im Brocken, ja. Aber hier ist die kleine Zange mit dabei. Und die darf man wirklich nicht belächeln. Das Ding ist unglaublich gut, da kannst du ganz schön was mitmachen. Ich finde es richtig toll. Man sieht, auch hier habe ich die schwarzen Mikata-Schalen dran, auch die habe ich von der Altona Silberwerkstatt. Ich finde, es ist eine richtig tolle Art, ein Schweizer Taschenmesser ein bisschen aufzupeppen. Okay, man muss Abstriche machen, ich muss auf die Pinzette und den Zahnstocher verzichten. Das ist aber in Ordnung, da kann ich mit leben. An zweiter Stelle kommt dann das Hiker. Und warum? Ich habe das schon in ein paar Videos erwähnt. Am Hiker mag ich besonders die Säge. Muss ehrlich zugeben, ich habe schon immer irgendwie mit der Säge mehr anfangen können als mit der Schere. Klingt jetzt ein bisschen paradox, aber alles, was so mit Schere war, habe ich halt gedacht, okay, das kannst du auch mit dem Messer machen. Und diese Säge, also die Victorinox-Säge, die ist so genial. Das ist unglaublich, wie gut die ist. Jetzt merke ich aber eine Sache und wie gesagt, du lernst nie aus. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren Papa und je älter mein Kleiner wird, desto mehr merke ich, dass ich tatsächlich eine Schere jetzt doch immer öfter brauche. Jetzt habe ich 6, 7, 8 von diesen Schweizer Taschenmessern, die ich natürlich alle irgendwie habe aufpeppen lassen mit verschiedenen Schalen. Es ist nicht nur Mikata darunter, da gibt es auch Messing und es gibt auch Titan und so weiter und so fort. Und ich will jetzt ja nicht alle nochmal neu machen. Okay, es sind auch ein paar Compact dabei, da hätte ich dann die Schere. Aber jetzt habe ich gedacht, hier müsste eine andere Lösung her. Und meine Frau hat mir vor 15 Jahren mal, und ihr werdet das kennen, das klassische 58 mm Schweizer Taschenmesser geschenkt. Das ist eine tolle Sache. Hier gibt es aber ein Problem, was mich persönlich tierisch nervt. Und ich zeige euch das mal. Also mal angenommen, ja, ich mache das an den Schlüsselanhänger, was ja gedacht ist. Dann ist hier die Öse. Jetzt öffnet das Messer genau in die Richtung. Also würde jetzt ja mein Schlüssel immer hier so im Weg rumdengeln. Warum nicht in die andere Richtung das Messer? Das geht doch. Ich meine, ganz ehrlich, Schere, andere Geschichte, ja. Beim Classic ist es halt so, das Messer geht in die gleiche Richtung, in die der Schlüssel dann wäre, also wo die Öse ist, um den Schlüssel dran zu machen. Und es hat mich immer tierisch genervt, muss ich ehrlich zugeben. Jetzt habe ich mich mal so ein bisschen beschäftigt und ich musste ja eine Lösung finden. Ich finde die Schere hier, also bei diesem Kleinen, ist die Schere wirklich extrem gut. Daher weiß ich das, ich weiß, ich kann mit der Schere eigentlich das erledigen, was ich erledigen möchte. Die Möglichkeit gibt's. Die sind klasse, die funktionieren, die Größe langt voll und ganz aus. Aber ich wollte das jetzt nicht so nervig, dass das Messer in die, ich sag jetzt mal, falsche Richtung öffnet. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Selbst wenn ich hier nur einen kleinen Bead dran habe, dann habe ich ja das Problem, dass der auch wieder im Weg wäre. Und jetzt habe ich mal so rumgeschaut und es ist faszinierend. Man denkt immer, es gibt so 2, 3 in der Größe. Es gibt über 30 verschiedene Variationen in der 58 mm Größe. Und das Rambler ist im Moment total in, das ist richtig. Ich wollte aber, wenn schon so ein kleines, wollte ich so das Meister haben. Und das habe ich im Mini-Champ gefunden. Und ich erkläre auch gerne warum. Dafür müssen wir mal gemeinsam die verschiedenen Werkzeuge, die dran sind, durchgehen. Angefangen damit, dass es als Mini-Champ doch ein bisschen dicker ist und eigentlich auch ein Handschmeichler ist, der wunderbar Platz in der 5. Jeanstasche hat. Dann kann man so ein schönes Lanyard dran machen, wie ich das gemacht habe. Also das Ding macht wirklich was her.
Fangen wir mal mit dem allerersten Werkzeug an. Und da will ich mal auf der Seite anfangen, wo die, ich nenne sie jetzt mal, gewöhnlichen Werkzeuge sind. Angefangen mit der Schere. Und man sieht, das öffnet in die entgegengesetzte Richtung. Also nicht in die Richtung, wo dann der Beat bzw. der Schlüssel wäre. Die Schere perfekt ist das, was ich wollte, das hätten wir schon mal. Dann habe ich am Mini-Champ das Multitool. Der Schraubendreher, der hier dran ist, der ist echt nicht zu unterschätzen, der kann richtig was. Also damit kriegst du auch größere Schrauben hin. Klar, Flaschenöffner, Abisolierer, alles mit dran. Wunderbares Werkzeug ist hier auch mit dabei. Dann haben wir auf der Seite die Klinge, und zwar die erste Klinge. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Die Klinge öffnet in die richtige Richtung. Also hier wunderbar. Natürlich wirst du damit jetzt nicht in Batonieren gehen oder einen Baum fällen oder dir nicht mal eine Stulle schmieren damit. Aber es ist ein kleines Messer, um mal was zu schneiden, was zu öffnen. Das ist genau das, was hier dran gehört. Wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen, dann haben wir natürlich noch die bekannte Nagelfeile. Hier haben sie sich entschlossen, die Nagelfeile in die Richtung zu machen, wo der Beat ist. Ganz ehrlich, ist mir lieber als das Messer. Weil hier, das ist ja nicht dafür, dass du dir immer damit deine Nägel machst. Das ist, wenn irgendwann mal was abbricht und du willst nicht, dass das irgendwo weiter einreißt und sich entzündet, dann gehst du halt mal kurz dran. Ja? Oder du hast irgendwo reingelangt und hast jetzt Dreck unterm Nagel. So will ich nicht den ganzen Tag rumrennen. Dann kann ich das Ding nehmen, dann stört es mich nicht, dass der Beat hier unten mit dran dengelt. Dann kann ich das wunderbar nehmen und kann hier mal kurz durch die Fingernägel gehen, das ist okay. Also den Zweck erfüllt es. Es ist ja wirklich nur eine Notfallfeile bzw. ein sogenanntes Grooming-Tool, wie es so schön heißt. Und damit hätten wir mal die, lasst uns die konventionelle Werkzeuge nennen, hätten wir mal durch. Gehen wir mal zu den anderen über und dann erkläre ich euch auch, warum ich die so genial finde. Und bevor ich zu den nächsten vier Werkzeugen komme, die mich dazu bewegt haben, mich endgültig für das Mini-Champ zu entscheiden. Ich glaube, ihr hört's. Gieße ich mir mal einen Whisky ein, weil, keine Angst, ist nichts Schlimmes. Es gibt auch noch normale Erkältungen. So ein bisschen erwischt hat's mich. Wunderschönes Geräusch. Und ja, warum haben die mich bewegt, dann tatsächlich das Mini-Champ zu nehmen? Klar, ich mag das, wenn das ein bisschen dicker ist. Die Werkzeuge haben einen historischen Hintergrund und der ist richtig cool. Ich muss dazu sagen, mein Vater war Arzt und diese Werkzeuge kommen aus dem medizinischen Bereich. Es gab mal früher ein Schweizer Taschenmesser speziell für Ärzte. Oder vielleicht für Ärzte beim Militär, wer weiß es. Und da waren ein paar Werkzeuge drin. Die haben über die Jahre so eine gewisse Entwicklung gemacht und die sind jetzt hier mit dabei. Man würde sie nicht mehr für das verwenden, für was sie eigentlich gedacht sind. Nichtsdestotrotz sind sie tierisch hilfreich. Und ich würde mal mit dem allerersten anfangen und das wäre die zweite Klinge. Heutzutage sagt man, das ist eine Ersatzklinge. Ihr seht, auch die öffnet in die richtige Richtung. Und es ist eine Wharncliffe-Klinge. Das ist eine sogenannte Tracheotomie-Klinge früher gewesen. Bedeutet, wenn jemand nicht atmen kann und du musst einen Zugang legen, damit der atmen kann, also am Hals, öffnen sozusagen, dann brauchst du eine Klinge, mit der du sehr präzise arbeiten kannst. Deswegen die Wharncliffe-Klinge. Damit kannst du ganz präzise Zugschnitte durchführen. Richtig coole Geschichte. Hier ist es jetzt als Ersatzklinge gesehen. Muss aber dazu sagen, mit der kannst du, wenn du so einen präzisen Zugschnitt machen möchtest, besser arbeiten als mit der Standardklinge. Kommen wir zum nächsten. Als nächstes ist hier noch, das finde ich absolut genial, öffnet alles in die richtige Richtung, wie ihr merkt. Und das hier kommt daher, dass man mit diesem Haken, der extrem scharf ist, ich nehme jetzt mal die Whiskyflasche so als Beispiel, um Medizinflaschen rumgegangen ist, um die zu öffnen. Und wenn ihr das mal genau anschaut, ihr seht, da ist ein Haken. In Pillendosen waren früher so Baumwollpropfen drin. Damit hat man die Pillendose geöffnet, dann ist man rein und hat diese Baumwolle mit diesem Haken rausgenommen. Das ist so die eigentliche Geschichte, der Hintergrund dieses Werkzeugs. Im Moment sagt man, das sei ein Orangenschäler, was absolut Sinn ist, ja.
Ihr kennt diese Verpackungen, die wahrscheinlich vom Teufel selbst verschweißt sind, mit so Hartplastik, wo du nie reinkommst. Das Ding hier ist der absolute Geheimtipp. Es ist unglaublich, wie toll du damit diese Sachen öffnen kannst. Absolut geniales, hilfreiches Werkzeug. Ich habe mir schon so oft die Finger geschnitten, entweder mit diesem harten Kunststoff selber oder mit dem Messer, wenn ich versucht habe, da reinzugehen. Diese Dinger sind absolut genial. Als nächstes ist hier nochmal, das öffnet jetzt in diese Richtung. Das könnte man sagen, ist ein kleines Lineal. Nichtsdestotrotz hat es eine ganz tolle Spitze, wie man sehen kann. Und mit der Spitze, das ist ein feiner Schraubendreher. Damit kannst du wirklich filigran arbeiten, Schrauben drehen, beziehungsweise es ist auch gut, um es als Hebelwerkzeug zu verwenden, um eine Kleinigkeit mal zu hebeln. Das funktioniert damit super. Also ich würde es dann aber auch nicht von hier greifen, ich würde dann tatsächlich das Werkzeug selbst nehmen und dann kannst du auch mal was öffnen. Stichwort von meinem Sohn, das Spielzeug, die kleinen Schrauben, die da sind und dann vielleicht das Batteriefach öffnen. Das hier funktioniert richtig genial. Also noch ein hilfreiches Werkzeug. Und jetzt kommen wir zum letzten. Und das sieht aus wie ein kleiner Löffel. Hintergrund eigentlich für medizinisches Pulver gedacht. Bedeutet, dass man hiermit entweder Pillen sortieren konnte oder medizinisches Pulver, um das in Tütchen zu machen, so wie die Apotheker das früher gemacht haben. Wozu es heute taugt? Man sagt, es ist ein Cuticle Pusher. Das bedeutet, dass, wie nennt man das auf Deutsch, die Nagelhaut, das Nagelbett, damit man das nach hinten schiebt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt dafür verwenden. Was es aber wunderbar funktioniert, weil das wirklich nicht so stark gebogen ist, das ist ein dicker Schraubendreher. Damit kannst du ordentlich große Schrauben tatsächlich drehen. In dem Falle, wo immer Druck kommt, würde ich auch immer empfehlen, das Werkzeug selbst anzufassen. Dann hast du nämlich nicht das Problem, dass es dir vielleicht abdrehst. Und das sind alle Werkzeuge. Die Klingen öffnen alle in die richtige Richtung. Es ist wirklich toll, es ist schön dick, es ist ein Handschmeichler, es passt in die fünfte Tasche. Für meine Situation, und ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, der sich entschieden hat für ein Victorinox, das vielleicht ein Werkzeug nicht dran hat, das man in ein paar Jahren vielleicht brauchen könnte, dann ist das Ding hier die perfekte Lösung. Grundsätzlich, wo habe ich meine ganzen Victorinox-Taschenmesser? Also das Tinker Deluxe habe ich in meiner Pouch. Wenn euch sowas interessiert, ja, ich habe auch eine Pouch und die habe ich auch oft mit dabei. Wenn ihr mal wissen wollt, was da drinnen ist, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht wäre das mal ein Video für die Zukunft. Mein Hiker bzw. mein normales Victorinox, das lebt meistens in einer Light Slip vom Daniel. Und zwar genau so, wie ihr sehen könnt. Und da ist es wunderbar. Ich habe da eine Prybar mit dabei, eine Taschenlampe. Das ist jetzt die, wo die dickere Taschenlampe reinpasst. Also ganz, ganz toll, DP Steel & Leather. Da lebt mein Victorinox. Und wo habe ich das jetzt dabei? Naja, dadurch, dass das auch ein Handschmeichler ist, ist das bei mir in der fünften Jeans-Tasche. Da habe ich das unheimlich gern mit dabei. Und sind wir mal ehrlich, das ist ein Gewicht, das merkst du nicht mal, dass du es dabei hast. Ganz tolle Sache und ich habe kein Problem damit, in der fünften Jeans-Tasche sowas noch mit dabei zu haben. Kommen wir mal zum Fazit. Das Mini-Champ ist ein ganz, ganz toller Alltagshelfer. Ich werde jetzt was Kontroverses behaupten und zwar sage ich, wenn du in der Stadt wohnst, dann kannst du mit diesem kleinen Taschenmesser circa 90-95% aller Schneidaufgaben, die dir begegnen, erledigen. Wenn du Landwirt bist, dann brauchst du vielleicht ein größeres Taschenmesser. Nichtsdestotrotz würde auch dann so ein kleiner Helfer in der fünften Jeans-Tasche gar nicht mal so schlecht sein. Das muss man jetzt nicht unbedingt mit den Mikata-Schalen nehmen. Es gibt es auch wie das normale klassische in den Zellodor, sprich in den Kunststoffschalen. Die kann man auch austauschen. Die kosten dann wirklich nur ein paar Euro. Es gibt auch eine ganz tolle Variante in Alox, also das sind so diese Aluminiumgriffschalen, die kostet dann ein bisschen über 50 Euro, aber auch das wäre eine Variation. Grundsätzlich tolles Taschenmesser, mit dem man wirklich viel machen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Es gibt wirklich viel zu entdecken und ich würde mich sehr freuen, dich mit an Bord zu haben. Für die, die schon dabei sind,
Das Jahr ist noch nicht zu Ende, ein paar Videos kommen noch, ein bisschen habe ich was vorbereitet. Ich möchte auch gerne im Dezember das erste Mal live gehen, also die erste Spätschicht in der Herrenlounge sozusagen. Ich sammle da fleißig eure Fragen, die ihr mir über Instagram immer schickt. Also wenn ihr Fragen habt, schickt mir die dort weiter, Themen, die ich vielleicht in dem Live behandeln soll. Oder Fragen, die ich vielleicht beantworten soll. Aber wisst ihr, was ganz wichtig ist? Lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Die Stimme ist fast weg. Fast. Ein bisschen ist noch da.